leben in einer Leistungsgesellschaft, in der unser täglich stetiges Streben darin besteht, uns ins Unermessliche zu steigern. Also können wir uns noch über diese kleinen Wunder des Lebens erfreuen und uns dieser Manipulation widersetzen? Die Maskerade eines gewinnerischen Heuchlerlächelns, eine kollektive Fälschung von Schwindel als Erkenntnisse verschleiert, welche uns nicht nur von diversen Medien, sondern auch durch unser denkbar einfach nahegreifendes Umfeld vermittelt werden. Wir sind süchtig nach virtueller Bestätigung in Form von Likes, einer digitalen Welt, die komplexer erscheint als das Universum, was wir nicht erklären können. Des Menschen Streben sollte mehr sein, als er greifen kann. Zu was wäre sonst der Himmel da? Suchend nach Anerkennung und Bedeutung, wollen wir als Geschichte enden oder als Erlebnis? Du kannst von allem dieser Welt eine Ahnung haben, doch um das zu erfahren, musst du es schon erleben. Ja, du lebst in deiner eigenen Welt, doch die Welt der anderen kann dir nichts anhaben, da du ja nicht zu ihr gehörst.